Also aufs Thema Schlaf bin ich gekommen, indem der Schlaf mich sozusagen gerufen hat. Ende der 90er, Anfang der 2000er hat mich ein Professor, den ich von früher kannte, angerufen und hat gesagt, er hat hier im Keller was Neues, ein Schlaflabor. Die Patienten sind etwas schwierig und er könnte sich vorstellen, dass ich damit dafür die richtige Person bin. Und so kam ich zur Schlafmedizin. Wir haben damals wirklich ganz wenig gewusst und wir hatten auch, wenn man es von heutigen Standpunkt aus betrachtet, sehr vorsintflutliches Equipment zum Messen des Schlafes. Und es waren wirklich zwei Zimmer im Keller, ganz klein, ganz wenig Fenster. Aber wir haben seitdem unglaublich viel gelernt. Aber tatsächlich war es so, dass ich gerufen worden bin und seitdem den Schlaf so faszinierend finde, dass ich gar nichts anderes mehr machen möchte. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir ein ins Thema. Wie funktioniert jetzt gesunder Schlaf? Also gesunder Schlaf funktioniert erstmal so, dass wir gelernt haben, dass es Schlafphasen gibt. Also wenn wir einschlafen, sprechen wir von dem Schlafphase 1, dieser Leichtschlaf, da sind wir gleich erwachbar. Dann 2, dann 3, das ist der tiefe, erholsame Schlaf. Und dann ist es so, wir haben diesen REM-Schlaf, den haben vielleicht alle schon mal gehört, wo die Augen sich bewegen, sieht man ganz gut. Beim Hund zum Beispiel, der so mit den Augen rollt und dann sich bewegt, oder bei den kleinen Babys, die haben noch keinen kompletten Lidschluss. Und das ist so ein Schlafzyklus, der so abläuft und der wiederholt sich alle 90 Minuten. Das ist bei allen Menschen so, es gibt keine Ausnahme. Und wir haben 5 von diesen Zyklen im Durchschnitt pro Nacht. Und das ist genau das, was einen tiefen, erholsamen, regenerativen Schlaf ausmacht, indem ich all diese Phasen, also 1, 2, 3 und REM, habe, die sich immer mal wiederholen. Wenn jetzt eine von diesen Schlafphasen wegfallen würde oder immer wieder gestört wird, dann habe ich keinen tiefen, erholsamen Schlaf. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn ich immer wieder nachts durch Atempausen, das ist diese Schlafapnoe, nach mit Atempausen geweckt werde, bevor ich in diese REM-Schlafphase komme und der Körper denkt, ja, mein, du hast jetzt bekommst keine Luft mehr, du erstickst gleich und weckt mich dann sozusagen durch den erhöhten Adrenalinspiegel auf, dann habe ich keinen REM-Schlaf. Die Leute, die dann eine Therapie bekommen, die haben einen REM-Rebound. Das heißt, die haben dann auf einmal sehr viel Tiefschlaf, sehr viel REM-Schlaf und im REM-Schlaf träumen wir auch. Das heißt, auf einmal sagen sie, ich habe nie geträumt, ich habe jahrelang nicht geträumt, auf einmal jetzt träume ich total viel, ja. Und das ist so das. Also immer wenn da was gestört wird, oder wir denken mal an junge Eltern, die immer wieder so knapp eingeschlafen sind und dann kommt das Kind oder wir hören das, wir haben dann auch einen sensibleren Schlaf, das nennt sich Ammenschlaf tatsächlich. Das heißt, vorher schlafen wir wie ein Stein, auf einmal wird das Kind geboren und auf einmal hören wir alles. Und da fällt dann dieses Schlafstadium 3 weg und auf einmal stellen wir fest, ja, so junge Eltern, die immer wieder gestört schlafen, die sind auch ein bisschen anfälliger für Infektionen. Also das ist so, dass ein gesunder Schlaf definiert sich, indem ich ausreichend schlafe. Es gibt Leute, die kommen sehr gut durch ihr Leben mit 6 Stunden Schlaf. Es gibt Leute, die brauchen 10 Stunden. Das ist der Langschläfer und der Kurzschläfer. Und es ist typabhängig. Wir sind geboren mit diesem Profil und sollten danach auch so leben. Das heißt, im Durchschnitt schlafen wir übrigens 30 Minuten weniger als noch in den 1960er Jahren. Das heißt, wir haben auch Schlaf verloren. Wir sind eine schlaflose, unausgeschlafene Gesellschaft inzwischen. Und wie gesagt, da sollten wir hingucken. Dann wann sollte ich schlafen? Das ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen. Es gibt immer so die Schlafmythen. Schlaf vor Mitternacht ist besser wie danach und so. Das ist alles, würde ich sagen, mal ein bisschen Unfug.